Hades Tod gab uns mehr Fragen als Antworten. Aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Dschekaidze, bekannt als Hades. Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor 4 Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Wendy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten 4 Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Utopie. Aha. Einsatzschild, Overdrive, Mech-Handschuhe, Kletterhaken. Und herzlich willkommen. Wie fühlt es sich an, ein Held zu sein? Lass es dir nicht zu Kopf. Gideon, Mitchell, ich muss euch sehen. Sofort. Ilona, was ist los? Wir treffen uns in Wartungsraum 6A. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was sie von uns will. Zu Call of Duty Advanced Warfare mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, das war nicht gut getimt von mir, das gebe ich zu. Was gibt's denn hier so zu sehen? Zum Beispiel einen Computer mit geheimen Informationen für mich. Guten Tag, Sir. Advanced Armor. Oh, das. Was steht denn da noch hinter? Unite. AST 32. Aha. Irgendwelche Atlas. Aha, aha. Hier kann ich nicht weiter. Ja, ich komm schon. Ich bin gleich da, Gideon. Kaum zu glauben, dass das Bagdad ist. Vor 2 Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf. Dank uns. Ja, ich komm. Hi. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Hades war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Guten Tag, Sir. Ich glaube, das dauert noch. Hi. Also das mit dem Ruhestand. Mit meinem Maul. Entschuldigung. Das ist es. Ich wollte mal das Schild lesen. Aha. Wird die Atmosphäre kontrolliert? Was jemand, dass ihr hier seid? Nein, was genau? Der Codierer verschafft uns ein paar Minuten. Mit meinem Hut synchronisieren. Ich zeig euch was. Was zur Hölle soll das denn alles? Seht einfach zu. Das ist Irons. Mit dem geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für Sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen Sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Scheiße. Er wusste es.
Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Hades. Bevor er starb, hat er es uns gegeben. Und wir wissen, dass es echt ist? Es war mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort! Zu spät. Wir haben alles gesehen. Was gesehen? Sie wussten von den Angriffen. All diese Unschuldigen. Das war eine gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt! Ein Monster! Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest alles haben können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Gideon? Ja, Sir. Gideon! Du hast es doch gesehen. Er sagt, es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehackt. Vertraut mir, in 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Los, jetzt! Ich hab E gedrückt! Wir müssen hier raus. Sofort. Ja, denn los. Los, Mädchen. Zum Fahrstuhl. Wer sind Sie? Nur ein Freund. Weiter. Die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert. Wir können die Flüchtigen nicht abfangen. Wir brauchen Endstation. Diese Tür, verdammt. Moment. Ihr müsst zum Dach klettern. Wir brauchen den Magnetgriff. Also Kletterparty, los, komm, hoch. Sie aktivieren einen Drohnenschwarm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, weg! Wir müssen von diesem Schwarm weg, sofort! Hierüber! Überbrücke die Tore. Lauft über das Dach und springt über das Geländer. Ja, ich springe. Na los. Die Kanalisation ist genau vor euch. Weiter. Kann ich auch schneller schwimmen? Oh, nicht wirklich. Komm, komm. Da hoch! Schwimm hoch! Ich bin kurz vorm Ertrinken. Aha. Ich öffne! Hallo, Tageslicht. Und was jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Ja, alles für Technik. Ja, ich beeile mich. Da geht es um. Hab ich gesehen. Auf die Knie. Sofort. Sie treiben die Zivilisten zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Runter zur Straße. Freunde kommen von da sind sie. Ich habe sie. Atlas, lauf doch! Wir haben die Flüchtlinge in der Altstadt eingeschlossen. In Deckung! Wo ist sie jetzt hin? Weiter! Die Zeit wird knapp! Wo ist die Lona hin? Die ist. Ah! Komm! Oh, jetzt springt der hier nicht rüber. Ich muss da lang. Die ist wieder rausgelaufen. Einfach so. Huh?
Ich hab dich gesehen! Weiter! Schalt von da! Komm mit! Ich war zu schnell! Kann ich hier irgendwas benutzen? Ach, die Waffe kann ich aufnehmen. Ah, hier habe ich genug Munition drin. Ja, weiter! Ach, hier lang. Ich habe einen Zivilisten erwischt. Ah, das bist du! Die Docks sind vor uns! Da am Ende des Docks wartet ein Boot. Oh, das war zu wild. Ami, juckt doch mein Auge. Die Docks sind vor uns! Da am Ende des Docks wartet ein Boot. Dann beeilen wir uns mal lieber. Genau noch falsch. Komm ich hier etwa nicht. Wo ist denn das Boot? Wo müsste ich denn hin? Ach, da hinten. Nee. Zerstören. Ach, die soll ich kaputt machen. Ach, das auch noch. Das ist ein bisschen nervig mit diesem Umgeschalte hier. Oh. Der lebt immer noch! Ach, Mensch! Die Docks sind vor uns! Oh. Geht aus dem Weg! Ja, wo denn jetzt? Jetzt ist es wieder auf Wahn. Mann, das ist doch zum Kotzen. Setz doch den EMP dagegen ein. Ja, mach ich doch. Es ist. Die Docks sind vor uns. Da am Ende des Docks wartet ein Boot. Haut doch mal ab hier. Hallo? Hallo? Ja, bleib doch hier vorne sitzen. So, jetzt kriege ich den nicht so schnell. Kann ich mich hier irgendwo... Doch, hat sie es nicht gesagt, ne? Mensch, ich hab doch geskillt, dass ich nicht so Dingens, wenn ich beschossen wäre. Um 80%. Kann ich auch. Hä? Ich hab doch gar nicht... Bist du doof? Muss ich jetzt mal so sagen. Treffen tut sie auch nicht. Da oben. Da. Ich drück die ganze Zeit die Lauftaste. ASD ausgeschaltet.
So, der ist weg. Ah, ich wollte die andere Waffe nehmen. Ich habe gar keine andere Waffe. Ich kann die nicht nehmen. Na geil. In anderen Spielen kann man die Waffen nehmen. Ich gehe zum Boot. Ich gehe zum Boot. Boot. Welches denn? Das hier? F. Meine Gott. Bereite den Kletterhaken vor. Den wirst du noch brauchen. Ich kann immer noch nichts... Wo? Wird das hier mit Gesten gesteuert? Den Kanal runter in Richtung des Geschäftszentrums. Ach, wir werden von Drohnen verfolgt. Tauch unter diesen Booten durch. Wo muss ich denn jetzt? Ach so. Fahr schneller. Da muss ich. Okay. Da soll ich springen. Nimm die Rampe! Ja, ich nehme die Rampe. Los! Raketenerfassung! Tauchen! Achtung! Es taucht nicht! Angriff! Tauchen! Weiter! Erstmal ein bisschen abkühlen. Ich bin ja nur am Tauchen hier. Raketenerfassung! Tauchen! Achtung! So, jetzt aber. Jetzt aber Ruhe hier. Wo sind wir gleich? Was seht ihr dann? Wow. Angriff! Tauchen! Ja, ich tauche. Ich kann nicht tauchen. Es taucht nicht. Es muss nicht. Es darf wohl nicht tauchen. Mitchell, Ilona, könnt ihr mich hören? Nein. Du musst weiter. Wieso? Da sind noch ein paar Drohnen. Alles in Ordnung? Nein. Ja, das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir darauf kommen? Setz den Haken ein. Den Haken? Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Wo bist du? Mach doch mal dieses olle Ding weg. Meine Güte. Noch ein Punkt für den Kletterhaken über uns. Weiter nach oben. Ja, ich kann nicht so schnell, weil es geht einfach nicht. Ein Treffer und ich sehe gleich. So, ich verstecke mich jetzt hier hinter dem Ding. Da schießen sie außen. Nein. Auf die Container achten! Ja, und denn? Granate. Ach, warte. Ja. Bleib doch mal irgendwo. Ja, so. Und du kommst. Nee. Vorsichtig! Warum? Fast geschafft. Kletter mit dem Haken den Turm rauf. Mit dem Haken auf den Vorsprung. Oh, das war ein bisschen gerutscht eben. Wir brauchen den Magnetgriff. Und den Magnetgriff brauchen wir. Ich kann. Oh. Komm! Da lang! Da lang? Ach so. Oh, los, jetzt hätte sie mich beinahe runtergeschubst. Ach da. Fallen lassen und über die Hochbrücke. Kontakt, 2 Uhr. Ilona.
bleib doch mal unten. Über die Hochbrücke. Ja, ich bin noch dabei. Nein, gar nicht. Warum ruckelt das hier? Also es leckt jetzt hier extrem. Hier sollen wir... Zu dem Kran und an ihm rüber! F, klettern. Vorsichtig! Los, los! Ich... Weiter! Spring, Mitchell! Okay. Oha. Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Warbird! Wie geht's weiter, Bird? Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, beiden. Jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht. Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei. Kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung. Rein da. Jetzt! Dann lasst uns mal da rein. Ja. Auch das passende für 200 Punkte brauche ich noch. Und also, und wie viel habe ich davon? 5? 160, 165. Sie und Ilona konnten mit Hilfe ihres alten Truppführers Cormac aus Neubagdad entkommen. Ja, das haben wir ja gesehen. Gut, die Nachbesprechung sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüss.